Willkommen zurück zum Äonenpalast hier in Paper Mario The Thousand Year Door. Ich bin ja ein bisschen stuck in diesem Raum, deshalb werde ich ihn mir für später aufheben. Aber da ja die Rede war von zwei gleichen Räumen, könnte es sein, dass so ein Raum in der Art nochmal hier oben in Etage 2 nochmal auftauchen könnte. Eventuell ja sogar an dem gleichen Flag, obwohl ich eigentlich eher gedacht hätte, dass es unten wäre. Aber unten war es nicht. Unten haben wir schon alles gemacht. Und wow, tatsächlich. Boom. Und oh, ist jetzt unten das weg? Ah. Warte, was steht denn da jetzt eigentlich drauf? Steht das gleiche? Ein Stein gebannt durch Macht. 4 Steine, 2 gleiche Räume, 2 sind einer, einer 2. Ja. Ist richtig. Oh. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ich dachte, ich würde jetzt verzweifeln, weil ich habe tatsächlich nochmal so 5 Minuten geguckt und versucht, alles Mögliche irgendwie diesen Stein doch kaputt zu machen. Aber nein, du kannst ihn nicht kaputt machen. Und oh Gott, ich kann einfach drüber springen. Okay. Merke ich mir, wenn ich es mal wieder brauchen sollte. So, der weg. Und hier kann ich mir den Schlüssel schon mal schnappen. Okay, not bad. Dann sind es aber nicht 8 Rätsel, dann sind es eigentlich eher 7. Weil 2 zusammenhängen. Nicht, dass das schlimm wäre, aber verwirrt hat es mich trotzdem. Aber hey, vielleicht haben ja oben die anderen 3 Räume noch irgendwie eine Collection. Ich weiß ja nicht, was da auf mich zukommt. Und, habt ihr das gehört? Wir können hier, aber wir können ja noch rein. Okay. Aber in allen Türen, wo das Licht ausgegangen ist, gibt es für uns nichts mehr zu tun. Da gibt es für uns nichts zu suchen. Und ich glaube, wenn ihr mich fragt, dass wir gerade gesucht werden. Ich habe nämlich das starke Gefühl, dass wir heute ein paar Kämpfe machen werden. Denn nachdem wir die Schüsse eingesammelt haben, wir haben jetzt schon 5, 6 Stück, 5 Stück von 8. Ich glaube, da oben an der Turmspitze wird jemand auf uns warten. Habe ich so das starke Gefühl. Was haben wir denn hier? Nächstes Rätsel bitte. Ding, ding. Oh Gott. Ich tue schon wieder. Und lebe ja wirklich. Oh oh. Ist das der von letztem Mal? Ich hoffe nicht, der war ziemlich stark. Und sehr viele KP hatte er nämlich auch. Es könnte er sein, bin mir nicht sicher. Verdammt! Wuhu! Oh doch, es ist er. Es ist er. Okay. Dann lasse ich ihn einfach mal seine Freunde rufen und setze eine Sternkraft-Attack ein. Aber ich weiß nicht, habe ich dafür genug Energie? Ja, so nicht. Bam. So natürlich nicht, aber er macht doch nichts. Okay, Kollege. Ruf halt dich an, Freunde. Finde ich in Ordnung. Habe ich nichts gegen so. Ich heil mich auch ein bisschen auf. Kannst ruhig Gumbrida weiter angreifen. Ich glaube, sie stört das auch nicht so. Und vor allem macht Gumbrida viel mehr Damage. Damn. Ah doch, jetzt holt er seine Freunde. Okay. Verstanden. Einen nur? Mit einem werden wir fertig. Oder? Wie viel Schaden mache ich dem? Auch nur einen. Das gefällt mir gar nicht. Wirklich, wirklich gar nicht. Und das ändert, glaube ich, nichts, wenn ich ihn jetzt kaputt haue, oder? Wird er nicht einfach wieder aufstehen? Ich glaube, er steht jetzt einfach wieder auf. Mann. Nee? Oh, nett. Dann ist es ja geklärt hier. Und die Erfahrungspunkte kann ich gut gebrauchen, denn ich habe noch vor, ein Level-Up noch zu bekommen. Bevor wir dann ins Finale gehen in diesem Spiel. Das wäre schön. Yeah, da haben wir nämlich schon noch halbes. Also, wäre auf jeden Fall gut möglich. Wir müssen ja alle killen. Weisheit dringt durch die Nacht. Beginne beim Schwachen. Beginne beim Schwachen. Oh. Oh. Lebt er jetzt wieder? Ich habe beim Falschen angefangen. Oh oh. Er lebt jetzt wieder, oder? Weil ich habe falsch. Ja. Okay, das Schwächste ist offensichtlich der ganz normale Knochen trocken. So. Der hat wie viel Leben? 8? Super Verteidigung.
Drecksviecher. So, mach ihn kalt. Bam. Drum. Ey, aber die Erfahrungspunkte kann man hier trotzdem farmen, merke ich gerade. Sei denn, der Unobrige da gibt mir keine Erfahrungspunkte mehr, das weiß ich nicht. Aber wer jetzt? Ich glaube, dann unten links, dann oben links und dann der, der mich gerade verfolgt. Ich glaube, so ist es. Lass mal sehen. Ist er der Schwächste? Knochenkooper. Nein, er ist der Erste. Verdammt! Nein! Ach, deshalb hat der andere auch 8 Leben gehabt, weil das der Zweite ist. Warte, und du? Oder war der vielleicht? Ah! Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, warte. Geh noch mal in den Kampf mit den Roten. Mit dem Pink-Roten. Rosa-Roten. Keine Ahnung. Oder auch nicht. Aber den kann ich jetzt noch mal kurz scannen. Oder zumindest kurz den Scan anschauen, den wir gemacht haben. Knochentrocken. Ionenpalast. Ich würde mal sagen, ja, fang mit dem Schwächsten an, war die Anrede, ne? Der hat ja schon, der ist so Standard. Das ist so Standard Knochentrocken. Da heißt er auch einfach nur Knochentrocken. Der Grüne ist der allererste. Safe, safe. Aber was mit ihr? Ist sie oder er oder was auch immer Schwäche? Weil ich konnte gerade mit dem Hammer einfach draufhauen. Okay, du bist Nummer 2. Großer Knochentrocken. Laut Stats, ja. Okay. Und den wir vorhin besiegt haben, als erstes besiegt haben, das ist natürlich der letzte. Ich hätte mal die Tafel erstmal lesen sollen. Aber ist nicht schlimm. Du bist zumindest jetzt Bescheid. Ach, warte mal. Ich muss nicht mal gegen die kämpfen. Ach, lol. Ah doch, gegen den schon. Hä, warum gegen den schon? Ist das so heftig, der Bruder? Scheinbar. Aber ist ja nicht schlimm. Vor allem nicht, wenn er mir jetzt vielleicht ja nochmal seine Erfahrungspunkte schenken möchte. Da würde ich mich drüber freuen. Tatsächlich. Kannst du wirklich einfach farmen. Cool. Ziemlich cool. So. Und der letzte Spinner. Können wir zumindest schon mal unsere Timings in unseren Angriffen ein bisschen üben? Würde ich jetzt mal behaupten. Ah, vielleicht hätte ich Multikopflos machen sollen. Ah, fällt mir jetzt auf. Egal. Ba-ba-dam, ba-ba-dam. Ist nicht schwer. Okay, okay. Ich weiß nicht, will ich meine Sternpunkte ausgeben? Ich bin zwar schon nah dran an einem Level-Up, aber auch nicht so nah. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Das waren so viele BP, als dass ich es gelohnt hätte. Schade. Du wirst doch bestimmt keinen Kollegen aufbauen, oder? Bestimmt nicht. Oh, danke, macht er wirklich nicht. Nett von dir. Man kriegt alles ins Gesicht, alles in die Fresse. Was soll das? Was soll das, hä? Danke. Die nehme ich gerne an. Yeah! Thank you so much. And this is mine now. Oh, einfach ein Block, okay. Ich dachte, es spawnt sofort die Kiste, aber nein. Erstmal nochmal den Block betätigen. Dann kommt die Kiste. Aber... Ihr seht ja auch, von wo die Kisten kommen, von so einem bösen Rauch. Ist das vielleicht die Macht des Dämons? Wir haben gehört, die sollen Dämon sein. Und ich habe das Gefühl, dass er uns vielleicht reinlegt, dass wir ihm helfen. Aber wir sind jetzt zu tief drin, also machen wir mal weiter. Genau. Das Sternenlicht so hell und klar. Der Weise ist, wer weise ist, sich hält zurück. Im Schatten liegt die Weisheit. Ja, okay, also noch offensichtlicher geht's nicht. Zoom. Ja, komm, zeig's mir. Da ist er. Danke. Ich glaube, den hätte ich auch einfach so finden können. Hätte ich ein bisschen rumgesprungen, aber... Wozu?
Aber wirklich, noch offensichtlicher ging das Rätsel nicht. Bam, badam. Also in der ersten Etage waren schon extrem einfache Rätsel, aber das... Das kriegt die Krone fürs leichte Rätsel, leichteste Rätsel hier in der ganzen Türrahmen. Außer der letzte hier kann noch mal mithalten. Ich hoffe aber nicht. Muss ja nicht sein. Erleuchtung bringen Sterne da. Geradeaus, geradeaus. Zerstöre was, dich stört. Geradeaus? Was stört mich denn? Was soll mich denn stören? Vielleicht. Die Bombe? Zerstöre, was dich stört? Geradeaus. Müsste so ein Painting sein. Und dann Princess Secret Slide. Kann ich da reinwerfen? So, ja, fast. Nee. Kannst du mal versuchen? Nee. Schaff's nicht. Okay, da bin ich jetzt. Oh, hat doch geklappt. Cool. Oh. Okay. Ich hab eigentlich nur geraten gerade, wenn ich ehrlich sein darf. Na gut, das hat mich ja zum Ziel geführt. Also, Matzolz. Der letzte Turmschlüssel. Alle schön blau mit einem Sternchen drin. Und ein bisschen getackt. Also Vorsicht. Ist geboten. So, und da wird jetzt jeder einzelne Schlüssel gedreht an den Säulen. Kann ein bisschen dauern bei der Anzahl an Schüsse, die ich habe. Ja. Danke, Spiel. Der hätte es ruhig eine Cutscene machen können, so. Wo es das so vorspult. Ob man sieht, wie Mario von eins in dem anderen Pillar sich teleportiert oder so. Macht. Aber nein. Ist doch spaßiger, wenn man selber zu jedem einzelnen hinrennen muss. Und dann die 5 Sekunden Cutscene anschauen muss, wie Mario den reinsteckt und das Ding sich dreht. Genau. Klar, macht mehr Spaß. Danke, Spiel. Bisschen Interaktion braucht man ja auch, ne? Na, ist jetzt auch egal. Letzter Schlüssel. Was soll passieren? Hä? Warum ist es so dunkel? Das Sternenlicht, so hell und klar. Weisheit dringt durch die Nacht. Erleuchtung bringen Sterne da. In Stein gebannt durch Macht, Steine voll Kraft wie ein Gestirn, 7 geschaffen von einem Hirn, groß und gefürchtet weit und breit, Herren über Schatten und Dunkelheit. Warte, was? Das klingt aber einfach mal nicht mehr so nett. Was geht jetzt ab? Das Ding bewegt sich! Ich kann's sehen! Ich glaube, das ist nicht das Einzige, was sich bewegt. Ah, was ist das denn? Ich glaube, wir bewegen uns auch. Oder? Warte mal. Robert lebt noch? Nee, was anderes. Es gibt einen Keller. Ich erwarte da jetzt irgendwie so eine riesige Truhe mit einem Dämon drinne. Was war das denn? Was war denn das, Mario? Ich weiß es nicht, aber wir sollten auf der Hut sein. Ich habe gehört, es ist Böses im Busch. Böses. Oh. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Ne, ich glaube, hier links und rechts ist nichts mehr. Ich habe generell auch keine Secrets mehr gefunden und Margarine sagt auch nichts mehr. Keine Ahnung, Mann. Und nein, ich habe meine Ordenpunkte immer noch nicht ausgegeben. Ich glaube, ich werde es auch nicht mehr im Abenteuer machen. Ich spare mir das für später auf. Ja, es gibt später nämlich noch ein paar gute Orden. Da kann ich mir auch noch mal überlegen, was ich mache. Okay, ich hoffe, ihr seid alle ready. Denn Mario wird sich jetzt anschauen, was hier abging. Wir haben dich schon erwartet, Mario. Nein. Hä? Okay, falsche Stimme. Wir haben dich schon erwartet, Mario.
Na du, Professor Gumbart? Was machen Sie denn hier? Das ist doch meine Stimme. Nett, dass du uns das Tor geöffnet hast, Mario. Dank deiner Gutmütigkeit funktioniert mein Plan ausgezeichnet. Das Tor geöffnet? Was soll das denn heißen? Was soll das bedeuten? Ihr merkt wohl immer noch nichts. Dieser Gumbart, den ihr vorhin am Eontor getroffen habt, das war doch so dieses Bettlaken hier in einer genialen Verkleidung. Rumpeleisig. Der stellt wahrscheinlich gerade noch ein Schläfchen. Jetzt müssen wir dich nur noch aus dem Weg räumen. Dann läuft alles nach Plan. Wir machen dich fertig und diese Verräterin Barbara gleich mit. Seid ihr bereit? Ja. Auf sie. Du sei still. Die habe ich nicht gefragt. Oh, Entschuldigung. Man schüchtert ihn nicht ein. Und wir werden ja sehen, wer hier wen fertig machen wird. Also los, Roberta, Lakenmann. Ja. Rumpeleisig. Ich sag dir Schnauze. Und jetzt kämpft. Wie sind die uns hier gefolgt? Waren die schon vor uns drin? Seid ihr bereit? Diesmal zeigen wir es Mario richtig. Und diesmal werden wir die Nummer nicht in den Sand setzen. Ja. Schon klar. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gumbrina, ich brauche hier auf jeden Fall deine Unterstützung. Vermutlich für den ganzen Kampf. Das ist Rumpel, der Geist, der sich schon einmal in dich verwandelt hat. 40 KP diesmal, 6 Angriff, keine Verteidigung. Anscheinend kann er sich immer noch vor dem Angriff von seinen Gegner verwandeln. Aber wieso gehört er auf einmal zum Schattentrio? Und wieso behandeln die ihn so schlecht? Dürfen die es überhaupt? Keine Ahnung, ist das so wichtig? Ich glaube, das einzig Wichtige gerade ist der Sternhagel. Die werden's jetzt sehen, die werden ein blaues Wunder erleben, den werden wir zeigen, wie gut wir A-Spam können und die nicht. Yeah. Aber ohne Witz, der Attacke ist wirklich simpel, wirklich einfach, wirklich easy. Wirklich easy! Ja. Mario, du schürfst. Von jetzt an gibt es kein Pardon mehr. Ah! Was so? Oh, die Attacke. Verdammt, ich habe nicht geheilt. Oh, zum Glück habe ich aber was gespeichert. Immerhin etwas. Was ist das? Was kommt da jetzt? Ah! Okay, sie hat uns nicht einfrieren können, aber trotzdem viel Schaden. Boing, boing, boing. Okay, scan mal Roberta. Ich brauche so viel Info, wie ich kriegen kann. Das ist Roberta. Sie ist Brunhildas kleine Schwester und gehört zum Schattentrio. Wieso guckt du? 40 KP diesmal, sie im Angriff, keine Verteidigung. Sie beherrscht Gewitterattacken und direkte Schläge. Außerdem lädt sie sich manchmal vor Attacken auf. Abgesehen von der hohen Angriffskraft ist sie kein anspruchsvoller Gegner, wirklich. Okay, danke. Wenn ich ehrlich bin, ich gönne mir noch einen Ultrapilz. Na komm, gönn ihn dir. Yummy! Wir haben genug, würde ich sagen. Sollten noch reichen. Ja! Was so? Ey! Ist jetzt auch gelb? Ja, wirklich. Aber kann mich nicht perfekt nachahmen. Seine Augen sind immer falsch. Und Gumbrina ist übrigens fast tot. Was ist Zahl der Aktionen gesunken? Was soll das heißen? Huh? Na, das Wichtigste ist erstmal zu scannen. Damit wir so viel wie möglich von unserem Gegner wissen. Das ist Brunhilda. Sie führt immer noch das Schattentrio an. 30 KP nur. 5 Angriffskraft. Auch nicht gut. Und keine Verteidigung. Boah. Aber ihr Icon ist cool. Ihre Spezialität sind Schneestürme. Erwischt sie dich damit, kannst du einfrieren. Sie verwendet aber auch andere magische Techniken. Aber was ist das für ein Plan, den sie erwähnt hat? Hast du vielleicht eine Idee, Mario? Ehrlich gesagt, nein. Das heißt, ich kann es nicht angreifen? Scheinbar. Oh, und jetzt wird es auf einmal Gumbrina lieber sein, ne? Lieber das süße Mädchen da. Oha, da hat sie aber perfekt nachahmen können. Gemein. Ey, der macht dreimal. Was soll das?
Ja, Bumbrina ist dead. Vorspulen? Oh, Zahl Aktionen gestiegen. Sie darf mehrmals was machen. Wenn ich ehrlich bin. Bumbrina ist dead. Also. Ich schätze. War ich Barbara? Barbara. Virkus. Wirft eigentlich ein Küssel zu und verwirrt sie dadurch. Man könnte es aber versuchen. Andererseits, nein, ich mache die Attacke nicht. Hab die schon mal gemacht. Greift alle Gegner mit Flammen an und setzt sie in Brand. Versuchen wir's. Schön. Hat geklappt. Nice. Alles in Ordnung, Roberta. Nein. Ich brenne. Was soll denn das, du blödes Betttuch? Gib dir gefälligst Mühe. Entschuldige. Ja, genau so. Entschuldige dich gefälligst. Blödes Betttuch. Oh, die macht immer so viel Damage. Keine Gegnerin, nein. Nein, ich bin tot, nein. Als ob die so viel Damage macht. Och nee, komm schon. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein. Okay, warte. Ich werde es kurz cutten, wie ich das nochmal versuche. Aber ich heile mich kurz hier mit Mario. Trinke auch noch einen Ahornsirup. Ess auch noch den. Ne, brauche ich gar nicht. Doch. Mit ihr. Und 15 BP. Ah, 50 bis 4. Okay, aber auf jeden Fall. So ist schon mal nicht schlecht. Ja, so würde ich die Filme schon lesen. Komm. Ich kaufe mir hier noch was. Schützt Mario vor Schadenseffekten wie Vergiftung oder Schwindel. Wird mir im Kampf helfen. Okay. Ich skippe die ersten drei Runden. Okay, also. Es ist ein bisschen was anderes passiert jetzt. Sie haben andere Attacken gemacht und alles. Ansonsten habe ich versucht, immer das gleiche zu machen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich. Ich weiß nicht, wie viel Leben sie hat. Wahrscheinlich am wenigsten, ne? Ein Sternhagel wäre natürlich am geilsten. Aber es dauert zu lange zum Aufladen. Deshalb kann ich mich darauf nicht fokussieren. Verteidigung haben die eh nichts. Könnte Erdbeben machen. Das schadet nämlich allen. Ich werde es mal ausprobieren. Oh, nur zwei Schaden, das macht gar nichts, ey. Okay, hätte ich nicht machen sollen. Das war dumm. Oh! War das gut? Keine Ahnung. Geh bitte nicht auf Mario, er ist fast tot. Okay, das war's. Bin tot. Nein, sie bufft irgendwen. Oh, Gott sei Dank, greift sie mich nicht an. Okay. Scannen. Von Hilda. Soll ich dann sie. Soll ich sie dann austauschen? Ich habe sie vorhin ausgetauscht, glaube ich, ne? Ja, habe ich. Zu Barbara. Ja, doch, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht zu Barbara, weil sie keinen Such mich machen. Theoretisch. Aber was mache ich jetzt? Ich heile nochmal? Wird Maris Gegner. Das könnte helfen. Könnte. Erstmal noch einen Ultrapilz. Ja, ich weiß. Ich versuch's aber mal. Ich versuch's einfach mal. Oh nein. Ach, komm schon, hör auf. Ja, genau, plus 7. Und minus 2. Ah, ja. Cool. Sehr cool. Gefällt mir. So sieht nur, dass das Publikum eingeschläfert. Was soll das heißen? Hä? Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann doch jetzt einfach zu Barbara austauschen und dann Such mich einsetzen. Right? Ja, warum nicht? So. Easy. Ich krieg kein Damage von der OP. Bleib eh noch mal Jutta. Von der Barbara krieg ich kein Damage. Nicht Barbara, von der Roberta, sorry. Von ihr auch nicht. Schön. Und ich darf nichts machen. Deshalb mag ich Such mich ein auch nicht so gerne. Ist eigentlich nur gut, wenn die anderen sich gerade richtig hochgebufft haben für eine Attacke. Dann ist es sehr gut. Aber sonst eigentlich nicht.
Ja, schon, ich muss es schon wieder machen. Wie dumm. Wie dumm ist das denn? Ist mir ehrlich. Ja, okay, danke. Hau mir halt. Hau mir voll die Nase, Alter. Egal. Das ist die Frage. Gehe ich auf Brunhilde? Gehe ich auf die Brunhilde? Ah, ich kann nicht so weit nach hinten. Gehe ich auf sie? Ja. Oh, fast. Oh. Ich will sie killen, weil sie am wenigsten Leben hat, aber ich muss Such nicht machen. Ich muss. Sonst bin ich tot. Ah. Geht die Post. Oh nein. Haha, daneben, Barbara. Und Roberta. KI kannst du umarmen. Und du auch nicht. Die immer umarmen wollen, ey. Guck mal, es sind ja alle drei da. Seht ihr? Barbara ist wieder zurückgekommen zu dem Trio. Aua, ich bin tot. Ja, sie geht auf sie. Ja, danke, Barbara. Okay, okay. Das ist machbar, das ist machbar. Das ist machbar. Oh nein, ich bei der ganzen Ultrapilze. Okay, egal. Ultrapilz. Wie viel macht das eigentlich? KP Erholung. Wie viel denn? Alles? Okay, Mario frisst einen dritten Ultrapilz. Sehr ärgerlich. Und Barbara macht jetzt eine richtig geile Attacke. Namens Feuerzauber auf alle Anwesenden. Okay. Ja! Schön, sie ist down. Ja, macht ihn fertig, Jungs, Mädels oder was auch immer. Okay, okay, ja, schön. In wem verwandelst du dich wieder? Mario, okay. Die Jumps sind einfacher abzuwehren, schätze ich. Rumpel ist eigentlich das wenigste Problem, deshalb ist er auch vorne. Weil Rumpel ist jetzt nicht so krass. Sie ist krass. Weil sie 7 Damage immer macht in der Attacke und selbst beim Punchen 6. Schon crazy. Die ist freaking strong. Und das ist das Hauptproblem hier. Also nein, das Hauptproblem haben wir beseitigt, aber sie ist trotzdem ein Problem. Ein großes Problem. Was wir beseitigen sollten. Bingo! Ach komm, das waren noch Sterne! Ach komm! Ich weiß nicht. Das wird niemals killen. Aber ich bin trotzdem so dumm und mach trotzdem. Am Ende. Ja, komm, sie brennt doch! Komm, brenn zu Tode! Jetzt brenn doch endlich zu Tode! Okay, sie darf nochmal angreifen. Wow. Alter, Barbara's dead. Eine Susodose hat alle eingeschläfert. Toll, danke, Mann. Nein! Wie sie da liegt, so mit ihren Augen, so. Ja. Hm. Okay. Ich krieg ein Level ab, ich kann ruhig verschwenderisch sein. Das macht nicht genug Schaden! So riskant! Super Bild. Ich will es nicht riskieren. Mach das 1v1. Ernsthaft? Der kann die tote Barbara noch scannen? Oder wo sind die Augen von Barbara? Ah, da ist ein so. Okay. Ja, danke, Mann. Hälfte meines Pilz schon mal weg. Ja, machen wir. Ich glaube, da haben wir auch mehr Schaden, oder? Oder war ungefähr gleich? Keine Ahnung. Okay, ich habe einen geilen Orden. Ach, entscheid dich doch, wenn du sein willst. Mit deinem MPD da. Entscheid dich, wenn du sein willst. Warum springt jetzt das Publikum weg? War das so kontrovers?
dann gleich. Mach ich die Stampfattacke? Mach ich. Mach mal. Da sind wir dabei. Oh, das macht der Schaden. Stampfattacke macht mehr Schaden. Okay. Na komm. Hast du noch ein letztes Ass im Erbe? Ich denke nicht. Ja, okay. Barbara nochmal zu kopieren. Oh, wow. Willst du einer reinschlagen bei einer Freundin? Oh nein. So zu Herzen. Geblockt. So, Kollege. Schöner Hinterhalt. Schöner, netter Hinterhalt. Du hast mich zweimal besiegt. Einmal? Zweimal? Egal. Ist vorbei. Gib auf, Rumpel. Hast dich für das falsche Team entschieden. Hättest mein Teammate sein müssen. Oh, nein! Sie lebt wieder. Yay! Ein halbes Level-Up hat das gebracht. Yo, let's go! Level up! Und wisst ihr was? Ich habe meine Lektion endlich gelernt. Ich level KP. Ich hab meine Lektion gelernt, Freund. Okay. Ich hab sie gelernt. Okay. Ist jetzt gut wieder. Ist alles gut. Ja. Ja, ich denke schon. Das soll es also gewesen sein. Guff! Wo? Guff! Habt ihr verdient, ihr Idioten! Nap. Tut mir leid, Brunhilde. Dir soll das nicht leid tun. Außer die Leute haben kein Like da gelassen und sind auch nicht beim nächsten Mal wieder dabei. Dann sollte es euch leid tun. Ja. Jetzt mal herausfinden, wieso wir da nicht lang sollten. Wollt ihr uns vielleicht nur helfen?